Sind Sie für heute Nacht fertig, Sir? Soll ich das Weihnachtsessen aufwärmen? Nein, es wird eine lange Nacht. Ich bin gerade einem menschlichen Krokodil begegnet. Das behauptet, Black Mask habe Killer auf mich angesetzt. Auftragskiller, Sir. Und mehrere davon? Stimmt, genau. Und das wissen Sie aus dem Mund eines Krokodilmanns? Sein Name ist Killer Croc. Und er sitzt schon hinter Gittern. Puh, sein Zellengenosse, tut mir leid. Mir nicht. Jetzt will ich wissen, wem diese Drohne noch gefolgt ist. Jeder von Ihnen kriegt einen Umschlag. Sie müssen ausgeliefert werden. Heute noch. Alles Auftragskiller. Die Besten im Geschäft. Black Mask scheint es wirklich ernst zu meinen. Slade Wilson, Deathstroke, Ex-Militär, Teilnahme an gescheitertem medizinischen Experiment. Gescheitert, sagen Sie? Garfield Linz, alias Firefly. Körper zu 90% verbrannt. Seine Besessenheit wird noch sein Ende sein. Was bestimmt nur auf ihn zutrifft. Dieser Name sagt mir nichts. Copperhead. Komisch. Diese Berichte erwähnen einen Mann, keine Frau. 14 Ausbrüche, hm? Huh? Dann versuch doch mal hier. Was zum... Floyd Lawton, alias Deadshot, soll ein erfahrener Scharfschütze sein. Wie zum Himmel? Bedeutender Attentate verdächtigt. Gefährlich, aber leichtfertig. Straßenschläger namens Lester Baczynski nennt sich selbst den Electrocutioner. Schockierend. Shiva. Ihr Geschick ist unerreicht. Warum sollte er als Auftragsmörder arbeiten? Anstaltsleiter Joseph? So muss Black Mask ins Gefängnis gekommen sein. Er nutzt Folter zur Einschüchterung und zum Vergnügen. 8 Killer sind hinter Ihnen her. Was werden Sie nun tun? Ich werde herausfinden, wer die Drohne gelenkt hat und alles erfahren, was Sie wissen. Und danach finde ich Black Mask und mache dem Ganzen ein Ende. Sir, auch wenn es wohl offensichtlich ist, aber Ihnen ist schon klar, dass, da wir beide als Einzige die wahre Identität Batmans kennen, all diese Killer scheitern werden, wenn Sie einfach heute Nacht hier bleiben. Sie werden Unschuldige gefährden, um mich anzulocken. Das kann ich nicht riskieren. Und Sie halten es für eine bessere Idee, sich selbst in Ihre Fadenkreuze zu begeben? In Gotham gibt es nur eine Person, die an sowas herankommen kann. Der Pinguin. Er hat Black Mask beschattet. Ihr nächstes Ziel, ein Treffen mit Pinguins Männern am Jezebel Plaza. Ich bringe Sie zum Reden. Halten Sie das für weise? Ich weiß, was ich tue. Nun, falls Sie Ihre Meinung ändern sollten und lieber trainieren wollen, lasse ich Ihre Trainingseinrichtung aktiviert. Der Batwing steht bereit, Sie zum Jezebel Plaza zu bringen, Sir.
Vielleicht können Sie rechtzeitig zum Präsident werden. Sir, um Ihnen das Vorankommen zu erleichtern, habe ich für verschiedene Teile der Stadt Autonav-Punkte eingerichtet. Einer von Ihnen sollte Sie direkt zum Jezebel Plaza bringen. Bewegungen verbergen. Ich muss nach oben aus der Gefahrenzone. Wen er nicht sieht, kann er nicht erschießen. Wenn ich frontal angreife, werde ich ganz sicher abgeknallt. Und die Geisel wahrscheinlich auch. Aber einen Angriff von oben erwarten sie nicht. Das tut nie irgendjemand. Gehört das Ding da draußen zu dir? Sind Sie irre? Das ist nur ein Wartungsauftrag. Das ist alles. Scheiß drauf, ich kündige. War das der, der uns angeheuert hat? Begeben Sie sich in Sicherheit und rufen Sie die Polizei. Die müssen wissen, was hier los ist. Okay, mach ich. War doch nur ein einfacher Wartungsauftrag. Den Turm reparieren, rein und raus. Hau ab, wer du auch bist! Komm jetzt schon nahe, bring ich den Typen hier um! Das ist mein Herr! Ich kann den Turm reparieren, was immer Sie wollen. Tun Sie mir einfach nicht weh. Ich will nur, dass Sie sich in Sicherheit begeben. Ich glaube nicht, dass die Störung durch das Unwetter verursacht wurde. Ich sollte das hier als Tatort betrachten. Ich sollte zunächst das Opfer identifizieren. Das Opfer heißt David Shannon, Angestellter von Gotham Optics, hergeschickt, um einen Funkturm zu reparieren. Aber was hat ihn umgebracht? Ich sollte die DNA-Reste an der Wand scannen. Die Analyse des Einschlags zeigt, dass das Opfer durch eine Explosion getötet wurde, deren Ursprung bei dieser Zugangsklappe liegt. Ich sollte sie scannen. Die Explosion wurde wohl durch die Verwendung einer Schlüsselkarte ausgelöst. Irgendjemand wollte scheinbar nicht, dass der Turm repariert wird, und dieser jemand scheint Fingerabdrücke hinterlassen zu haben. Alfred, ich lade einige Fingerabdrücke zur Analyse hoch. Sag mir, zu wem sie gehören. Gewiss, Sir. Die Datenbank wird durchsucht. Und da wären wir. Sie gehören zu einem gewissen John F. Baker.
Ein eher unauffälliger Kleinkrimineller. Nur, das ist seltsam. Was ist seltsam? Mr. Baker ist tot, Sir. Sein Leichnam wurde vor nicht einmal einer Stunde im Diamond District gefunden. Sieht aus, als würde jemand Spuren verwischen. Ich kann die Fallen mit meinem kryptografischen Sequenzer umgehen. Aber dazu brauche ich den Verschlüsselungscode von der Schlüsselkarte des Opfers. Ich sollte den Tatort untersuchen. Auf dieser Karte sind die Codes, die ich brauche, um die Zugangsklappen zum Funkturm zu hacken. Alfred, nimm Kontakt mit der Polizei auf. Informiere sie über den Toten und schick die Daten meiner Analyse. Natürlich, Sir. Bedeutet das, Sie haben den Ursprung der Störung entdeckt? Ich denke schon. Sieh an! Der König der Raufbolde persönlich! Wie viele Wände hast du auf dem Weg hierher zertrümmert? Wie viele Köpfe eingeschlagen? Immer das Gleiche mit euch Typen! Ich hoffe, du hast nicht vor, meinen Turm anzufassen. Ha, das ist dem letzten Typen auch nicht so gut bekommen. Wer spricht da? Aber das würde doch alles verraten. Meine Informationen sind nie kostenlos. Ich bin wie ein Mysterium. Eins, das du nie lösen wirst. Enigma also. Du hältst dich wohl für sehr clever. Aber wer ist jetzt clever? Ich habe in der ganzen Stadt solche Türme übernommen. Solange sie aktiv sind, ist dein Batwing nutzlos. Und das wird wohl auch so bleiben. Ich meine, dieser hier fleht dich geradezu an, abgeschaltet zu werden, und du schaffst es einfach nicht. Wie überaus witzlos. Black Mask wird das nicht gefallen. Wovon redest du da? Das wüsstest du wohl gerne. Der Störsender ist offline. Jetzt kann ich mit dem Batwing herfliegen. Diese Relais sind Teil eines dezentralen Sicherheitssystems, was sie wohl beschützen. Da muss Enigma sein Lager aufgeschlagen haben. Ich sollte mal vorbeischauen. Wie ich sehe, haben Sie die Kontrolle über den Batwing wiederhergestellt. Geht's dann als nächstes zum Jezebel Plaza? Das ist der Plan. Andererseits habe ich auch eine Spur zu Enigma. Machen Sie sich keine Gedanken, Sir. Am Ende werden Sie ja sowieso wieder beides erledigen. Hier läuft die Zeit davon. Ich sollte zum Jezebel Plaza.
Was diese Relais auch schützen, es ist nichts Gutes. Ich sollte alle zerstören, die ich sehe. Wir schmeißen hier hin.
Betrachtung aller Einheiten, wir brauchen sie alle im Einsatz. Bis auf weiteres kein TNT mehr. Wie die Straftat, die laut Polizeifunk gerade stattfindet. Ich könnte versuchen, sie zu vereiteln, aber ich muss auch zu diesem Waffendeal beim Jessup klar sein. Perfektes Treiben! Wie schmeckt dir meine Willst du uns etwa das Geschenk verkaufen? Wieso? Kannst du nicht machen? Erreiche, nachdem der Waffendeal abgeschlossen ist, werde ich den Pinguin nie finden. Ausschalten, bevor sie überhaupt wissen, dass ich da bin. Es geht nicht nur darum. Wenn irgendein Kind nachschaut, was da auf dem Dach herumtribbelt, wird es den Weihnachtsmann erwarten. Keine schwarze Fledermauskreatur. Ich trippel nicht. Scheiße, dass der Bus uns nicht in diese Kopfgeldsache einbezogen hat. Ach ja? Du denkst also, du hast das Zeug, die Fledermaus auszuschalten? Warum denn nicht? Ja, vielleicht, weil er ein verdammtes Fliegen. Die Fledermaus ist nicht so hart. Die wurde bloß noch nicht erwischt, weil sie immer wegrennt, wenn's mal blitzt.
Ich bin wohl als Erster hier. Ich muss eine Stelle finden, von der aus ich unbemerkt alles beobachten kann. Der Pinguin. Er weiß über jeden einzelnen Deal in dieser Stadt Bescheid. Wenn jemand weiß, wo Black Mask und seine Killer sind, dann er. Aber er ist schwer aufzuspüren. Seine Leute ziehen hier einen Deal durch. Ich bring sie zum Reden. Jungs! Also, ihr Kleinen, was wollt ihr denn zu Weihnachten? Ach halt, das weiß ich ja schon. Schauen wir mal, ob ihr auch fies wart, oder? Artig. Der Typ mit der Weihnachtsmütze hat wohl das Kommando. Wo ist der ganze Rest? Oh, ganz ruhig. Wir müssen uns auch anfangen, mit dem Pinguin nicht mit irgendwelchen windigen Geschäftsleuten. Dann zeig mal her. Ich bin nicht für eine Einzel. Das ist unser Revier. Wir brauchen Hilfe. Das kann nicht sein. Was immer du tun willst, tu's nicht. Ich. Nein. Wo ist der Pinguin? Weiß ich nicht. Wo ist er? Ich schwör's. Verdammt. Wach auf! Was ist los? Zeit zu reden. Wo ist Cobblepot? Lass mich los! Wenn du willst. Was du willst! Bitte! Zu spät. Ich hab schon, was ich brauche.